Du hast bei deiner Steambro Compact, Steambro Stinger Compact, irgendwie, dass du ein bisschen diese Ding da vernudelt und bist traurig. Weißt du, das hier kann helfen. Wenn du wissen willst, was das zu tun hat und was sonst überhaupt und wie es dir helfen kann, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Hallulabotee. Du hast bei deiner Steambro Stinger Compact das hier vernudelt und bist unglücklich. Ein Federnset, gebe ich da unten den Link und auch die Dimensionen und so weiter, kann hier Abhilfe schaffen. Im Lieferumfang ist dieses Schraubi-Dingsbums mit dabei. Das ist eine Schnellschussarmbrust, macht extrem Spaß. Wenn das hier, diese Schraube, nicht so leicht aufgeht, kannst du auch eine Zange mit dazu verwenden. Das habe ich schon einmal hergezeigt. Das heißt, wir schrauben hier beide Seiten ab. Und bitte die Schrauben nicht verlieren, das wäre irrsinnig unangenehm und uncool, die müsste man dann wieder extra checken. Es gibt so ein Ersatzteilset, aber sind die nicht dabei, hängt da drinnen, sind so Sechskantschrauben. Ja, und dann ziehen wir hier dieses schwarze Ding ab, das ist dieses Griff-Dingsbums und dann haben wir hier das da. Und da ist dann die Feder irgendwie, wie soll ich sagen, abknudelt und das ist grausig. Und dazu schrauben wir dann hier, schau mal her, da, dieses Ding da ab. Ja, und das dauert jetzt ein bisschen. Übrigens, dazu, währenddessen mache ich ganz einfach billige Eigenwerbung. Hier in unserem wunderbaren Buschkraftareal auf Val de Labadie ist das Bogenschießen auf einem eigenen Bogenplatz. Wir haben einen eigenen Bogenplatz mit 3D-Zielen. Die sind von Leithold, diese Ziele. 3D-Bogenziele ist cool. Und wir haben auch die Möglichkeit, also du hast die Möglichkeit mit Armbrust bzw. mit Bogen auf den unterschiedlichen Zeltplätzen und auch bei den Häusern, die wir haben, zu schießen und das einmal auszuprobieren. Ja, da mache ich ganz einfach billige Eigenwerbung währenddessen. Das heißt, das muss man da abschrauben und irgendwie zieht das Ganze jetzt ein bisschen. Das heißt, ich muss da weiterschrauben. Du kannst natürlich auch eine Zange nehmen, du musst das nicht mit deinen Griffeln machen. Und ich glaube, ich werde da jetzt, das ist nämlich, ich werde eine Zange holen. Ja, ich kann mich irgendwie nicht entscheiden, soll ich meinen Leatherman nehmen oder soll ich mein Swiss Tool nehmen? Und irgendwie glaube ich, dass ich meinen Leatherman nehme. Warum werde ich meinen Leatherman nehmen? Warum? Weil der halt eine gescheite Zange hat. Das muss man schon dazu sagen. Also, mit der Zange hier festhalten, weil meine Hände einfach nicht mehr mitspielen wollen. Und dann einfach das Ding hier kannst da nehmen und rausdrehen. So, und jetzt das Letzte, das drehe ich dann doch von Hand, weil ich dieses Sechskant-Ding nicht verlieren will. Weißt du, ich habe schon so viel verloren im Wald, das ist grausig. So, dann kann man das ganze Ding hier abziehen. Und so schaut das aus, dieses Federn-Ding. Und ja, ich habe jetzt hier von Herrn Amazon, ja, ich glaube, dass das woanders auch gibt, mir jetzt ganz einfach geschaut. Ja, das ist übrigens ein Tipp von einem Kunden gewesen, der sich anscheinend auskennt. Und zwar, wenn man das hier so zusammennimmt, dann kommt man drauf, dass so eine Feder da durchaus passen könnte. Ja, da musst du schauen, ja, das ist die Feder hier, die passt ungefähr. Wir werden das ganz einfach ausprobieren. Ich habe es selbst auch noch nicht ausprobiert, bin aber gespannt. So, jetzt ist es aber so, jetzt werde ich das hier, schau her, da ist da jetzt so ein Dingsi drauf. Und dieses Dingsi muss da ist ein Kreuzschraubenzieher, es ist schon so dunkel hier bei uns, das muss da rein. Das bedeutet, ich muss jetzt wieder, nehme ich jetzt den Leatherman oder nehme ich jetzt doch das Swiss Tool? Ich nehme jetzt doch mein Swiss Tool. Und zwar, da muss irgendwo ein Kreuzdingsi sein. Ja, ein Kreuzdingsi. Ein Kreuzdingsi. Und dieses Kreuzdingsi, das verwendet man dazu. Weißt du, alle Tools haben so halt ihre Vor- und Nachteile. Und ja, so ist das halt ganz einfach. Dazu schrauben wir jetzt dieses Ding da auf. Und natürlich habe ich den jetzt kleiner genommen. Ich bin nämlich, wenn du glaubst, der Reini, der ist so geschickt, gell? Ich bin eine Botschaft der Anden, wie man in Österreich sagt. Nein, ich bin total handwerklich unbegabt. Echt, ich kann zwar, also, man sagt das in Österreich so, mein Goschen ist mein Werkzeug. Ist auch so. Aber meine Hände, ich habe zwei linke Hände. Aber das schaffe ich zur Not noch. Da ist jetzt diese kleine Schraube, ein kleines Kreuzdingsi. Und jetzt nehme ich dieses Dingsi hier, setze das da an. Schau mal her. Dieses runde Ding da setze ich da an, wo der Schraube hingehört. Und schraube es wieder an. Also echt, wenn ich das schaffe. Und ich bin wirklich ein Eierbär. Ich bin ein Nudeldrucker. Ein nudeldruckender Eierbär. Ich bin ein nudeldruckender Eierbär. Könnte man so sagen. Ja? Wenn ich das schaffe, schaffst du das auch. So, jetzt ist das angeschraubt. Das musst du jetzt halt halten. Das ist klar, wenn das nicht hält, das machst du mal den Check. Jetzt ist mir das runtergefallen. Nämlich dieses hier. Und dieses Ding da, gehen wir wieder von vorne rein. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich mache das jetzt wirklich das erste Mal. Also wenn du glaubst, dass ich da schon Erfahrung damit habe, sage ich dir, nö. Das müssen wir jetzt da einfädeln. Das fädelt man da durch und... Yeah!
Also es schaut schon einmal. Oh, schaut schon einmal gut aus. So, ich bin wirklich aufgeregt. Ich meine das nicht ernst. Pass auf, jetzt nehme ich diese Schraube-Dingsbums hier. Und da müssen wir jetzt noch was tun. Und zwar, ich glaube, dass ich diese Schraube da, diese Schraube, muss ich, wie mache ich das jetzt da? Ich weiß es wirklich noch nicht. Ich glaube, dass ich die Schraube da mal ein bisschen drauf schraube. So, ich schraube die da noch weiter drauf, damit ich den Ding nicht gleich bis zum Anschlag ausziehe. Also, die Feder ausziehen, nicht mich ausziehen. Wer will das sehen? Na, echt jetzt. Nein, pass auf mal. Ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie hinkriege. Und wir schrauben mal. Ich genieße währenddessen den wunderbaren Ausblick hier, diesen wunderbaren Sonnenuntergang hier auf waldurlaub.at. Wenn du das natürlich auch haben willst, dann besuch uns auf waldurlaub.at. Wir haben Hütten, wir haben Zeltplätze. Ist einfach schön hier, ist wirklich schön hier, ist wirklich schön hier. Und ich habe heute übrigens sozusagen Kunden getroffen, die hier immer wieder dabei sind. Da haben wir ein nettes Plauschal gehabt, also das war richtig, richtig schön. Also wie gesagt, wenn du Waldurlaub.at, wenn du da drauf stehst, dann schau mal. So, aber jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Weil ich kriege jetzt diesen letzten Zapfen dann immer drüber. Ah, nein, dann habe ich es falsch gemacht, pass auf. Dann schauen wir noch einmal auf. Ja, ich gebe es zu, ich bin ein Eierbär. Und zwar, ich schraube jetzt wieder auf, damit ich diese letzte Öse, dieses letzte Öse, ich weiß nicht, dieses kleine Zumpferl da, das muss nämlich da drüber. Und dann muss die Schraube dazwischen durch. Ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Ich meine, das ist jetzt echt ernst, ja? Manche glauben, ja, du spielst das nur, du bist der volle Handwerker. Ich bin ein Eierbär. Ich bin ein Eierbär. Und, ich kann das wirklich nicht. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Ich schaue, ob das funktioniert. Vielleicht ist es auch total falsch. Vielleicht mache ich totalen Scheiß mit Quasteln. So, und jetzt, ich biege das da so ein bisschen rauf und jetzt drehe ich das da durch. Ob das halten wird? So, ich hänge das da jetzt drüber sozusagen. Ja, das jetzt drüber hängt. Also, ich glaube, dass das funktioniert. Ja, es funktioniert! Das freut mich jetzt total. Das taugt mir jetzt total. Ja, ich kann mich auch einmal freuen. Ja, so richtig freue ich mich da jetzt. Das ist super. Ich bin voll stolz. Wenn meine Frau das sieht, ich würde das Video natürlich vorspielen und sagen, schau mal, Noela, ich habe das jetzt repariert. Ich habe es repariert. Ich bin nämlich wirklich ein Eierbär, was das betrifft. Schau mal her, pass auf, wir probieren es einfach einmal aus. Danke für den Tipp, lieber Kunde. Da wir nicht die offizielle Erlaubnis haben, dich zu nennen, nenne ich dich jetzt nicht. Pass auf, ich baue das jetzt ein. Wichtig ist auch für alle Compact-Nutzer, dass dieser Winkel hier von diesen Teilen da manchmal eingestellt werden muss, ab Werk, weil das teilweise einfach ein Schaß ist. Ja? Aber das macht nichts, das macht die Armbrust nicht schlechter. Es ist halt so, es ist insgesamt mit den Armbrüsten halt so, dass man da ein bisschen was wissen muss. Also das ist jetzt nicht nur so ein komisch, ich nehme das einfach, sondern auch wenn es Sportgeräte sind, es ist halt gefährlich mit den Teilen. Ne? Und daher so, also so ein Winkel, oh, ich habe das gemacht. Das war nicht meine Idee, das behaupte ich nicht, das reklamiere ich nicht für mich, aber ich habe es gemacht, yeah. Jetzt hoffe ich nur, dass das auch funktioniert, ich hoffe, das funktioniert. Also ich bin so gespannt, so. Ich könnte jetzt auch den zweiten auswechseln, was vielleicht sogar sinnvoll ist, wenn du das machst, dass du auch das mache ich jetzt nicht, weil ich will das Video nicht unnötig in die Länge ziehen, weil wenn die Federn unterschiedliche Zuglänge haben oder sowas, das könnte nämlich durchaus sein, gell, dass das dann irgendwie blöd ist, ja, ist runtergefallen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, la 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 la. Wir haben es repariert, yeah! Das taugt mir jetzt irrsinnig. So schaut das jetzt aus. Da freue ich mich tierisch. Ich gebe dir natürlich auch billigste Eigenwerbung den Link auf Amazon zu diesem Teil hier. Das ist super, so super, so super, dass das funktioniert hat. Das ist großartig. Das ist so, wie soll ich das beschreiben? Das ist so. Einfach super, wenn man selber was gemacht hat. Wenn man es selber gemacht hat, das ist irrsinnig schön. Super. Ich freue mich schon wieder. Und jetzt kann ich meine coolen Werkzeuge wieder einpacken. Pack meine coolen Werkzeuge wieder ein und kann dir nur Folgendes sagen. Wenn du Fragen hast oder wenn du Ideen hast, dann schreib sie uns gerne, dann schick sie uns gerne an shop@überlebenskunst.at. Wenn du Fragen hast, stell sie uns sehr, sehr gerne. Ich gebe da den Link, wie gesagt, zu Amazon, zu diesen Teilen hier.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es ist auf jeden Fall diese hier. Ja, da ist in diesem Werkzeugset sind da, weiß ich nicht, drinnen einige, viele mit drinnen. Das heißt, da kannst du schon einiges wechseln. Es sind da auch andere, viele Federn mit dabei. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie dieses Federding sie heißt. Wenn du weißt, wie dieses Federding sie heißt, wie man das nennt mit diesem Loch-Dingsbums da, dann schreib mal gerne einen Kommentar. Und wenn es dich interessiert, dann lies die Kommentare, denn dann wirst du ganz einfach rausfinden, wie diese Teile heißen. Danke, 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 lieber unbekannter Kunde. Das ist sehr, sehr nett von dir gewesen. Danke fürs Teilen. Ich habe mir gedacht, wir probieren das jetzt einfach. Und ich sage, yeah! Jetzt genieße ich noch einmal den wunderbaren Sonnenuntergang. Und jetzt genieße ich ihn nämlich wirklich. Wenn du auf waldhula.at vorbeikommen willst, schau einmal vorbei. Ich gebe dir den Link zu all den Teilen hier und sowieso und überhaupt. Es hat mich so gefreut. Dein Reini Rossmann aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf waldhula.at hat es repariert. Yeah!